Hallöchen, ihr Lieben. Heute gibt es bei mir wieder was ganz Tolles, was wir gemeinsam basteln werden. Und zwar ist es diese wunderschöne Verpackung, in der befindet sich... Moment. Tada! Ein Überraschungsei. Ein Überraschungsei. Und wenn ihr wissen möchtet, wie ich das gebastelt habe, dann bleibt jetzt unbedingt dran, denn das zeige ich euch jetzt. Wir machen heute wirklich alles wieder Step by Step und beginnen werden wir mit dem Innenleben von der Verpackung, in die wir nachher auch das Überraschungsei hineinlegen. Und dafür habe ich ein Papierstück zurechtgeschnitten, das ist hier in Farbe hellblau, ein Papierstück in 8x8 cm. Wir brauchen unser Falzbrett und einen Prägestift. Und wir legen, egal welche Seite, oben an und falzen das Ganze ringsum bei einem Zentimeter. Ihr seht, ich drehe das Papier einfach nur um 90 Grad und falze es wieder erneut bei einem Zentimeter. Und das mache ich mit allen vier Seiten. Wenn ich dann einmal durch bin, dann nehmen wir das kurz zur Seite. Wir brauchen es auf jeden Fall nachher nochmal, das Falzbrett und den Prägestift. Legt es also nicht so weit weg. Jetzt suchen wir uns ein Musterpapier aus. Ich habe schon eins zurechtgeschnitten, und zwar dieses Designerpapier in 5,8 x 5,8 cm. Das kommt in die Mitte, das kleben wir direkt hier auf. Das Musterpapier habe ich hier aus so einem Sortiment, Made by Me steht oben links. Das habe ich, glaube ich, aus dem Action damals gekauft. Und da sind verschiedene schöne Motive dabei, für ja direkt für Ostern oder auch Sommer oder Frühling. Schöne bunte Farben sind mit dabei. Und da direkt drauf. Andrücken. Als nächstes brauchen wir eine Kreisstanzschablone oder einen Kreisstanzer, um uns hier in der Mitte einen Kreis auszustanzen. Ich würde euch empfehlen, wenn ihr das macht, hier mit so einer Schablone, dass er so ein bisschen Washi-Tape oder Klebeband befestigt an zwei Stellen und es dann durch die Big Shot geht, so dass auch nichts verrutscht und ihr wirklich den Mittelpunkt dabei habt. Könnt ihr noch mal mit einem Lineal hier gucken, ob das genau die Mitte ist, und dann einmal durch und ausstanzen. Der Kreis ist ausgestanzt, das kann dann weggenommen werden. Wir brauchen jetzt unsere Schere und gehen die rechte Falz hier entlang und schneiden so einen ganz kleinen Keil von rechts aus. Das ist dann hier außen unsere Klebelasche. Jetzt drehen wir es um 90 Grad und machen hier genau das Gleiche, also entlang der Falzlinie schneiden und einen ganz kleinen Keil daraus schneiden. So, ebenfalls. So, bei der letzten, bei der vierten Seite genau das Gleiche. Jetzt können wir unser Falzbein nehmen und das Ganze nochmal nachfalzen. Und dann schnappen wir uns gleich mal unseren Kleber und geben auf alle vier Klebelaschen etwas Kleber drauf und kleben es dann zusammen. Anschließend würde ich euch empfehlen, nochmal mit dem Falzbein hier rüber zu gehen, und zwar von der Innenfläche über die Klebelaschen nochmal drüber zu streichen, ganz bisschen. Dann gibt es nochmal einen besseren Halt für den Kleber, um dort am Papier besser festzukleben. Schnappt euch jetzt ganz einfach ein Überraschungsei und testet schon mal, ob es hier gut hineinpasst. Und es passt wirklich wunderbar. Ich zeige es euch mal von der Seite. Den Test hat es schon mal bestanden. Wir können es zur Seite legen und brauchen jetzt einen sogenannten Mantel dafür. Ganz einfach, der Boden ist damit gemeint, den wir jetzt uns zurechtbasteln. Ich habe einen Farbkarton mit den Maßen 25,5 x 6,1 cm. Und wir legen zuallererst die lange Seite oben an unser Falzbrett und falzen das Ganze bei 6,1 cm.
anschließend bei 12,2 cm, dann bei 18,3 cm und bei 24,4 cm. Jetzt drehen wir unser Papier, haben die kurze Seite oben angelegt und falzen es von oben nach unten durch bei 3,1 cm. Jetzt müsst ihr euch genau merken, hier haben wir die 3,1 cm. Das Falzbrett und Prägestift wieder zur Seite legen. Das brauchen wir aber nachher noch ein drittes Mal. Also legt es jetzt auch nicht so weit weg. So, hier wie gesagt 3,1 cm. Das kleine Feld hier oben rechts, das schneiden wir uns jetzt weg. So entsteht hier unten bei den 3 cm eine Klebelasche und die schneide ich mir auch gleich so ein bisschen schräg ein. So, das also weg. Und alles, was hier daneben ist, bei dem weggeschnittenen Feld, das ist dann unser Boden und den schneide ich mir schräg ein und zwar von rechts, so circa 1 mm breit und auch von links. Und das mache ich immer bis zur Querfalz natürlich. So, da auch. Hier ebenfalls. Und bei dem rechten Stück auch so ein kleiner Millimeter schräg nach oben weggeschnitten zur ersten Querfalz. So, das kann weg. Dann nehmen wir unser Falzbein und falzen alle Linien noch einmal nach. Können wir gleich mal auf die kleine Klebelasche Kleber geben und es dann zusammenkleben. So, nehmen wir uns die andere Seite und legen die genau drauf auf die Klebelasche und dann klebt das wunderbar. Jetzt brauchen wir das Teil wieder, was wir ja eben zusammengebastelt haben. Und das wird hier oben nämlich so reingesteckt und dran geklebt. Da müssen wir hier außenrum Kleber drauf geben auf den Rand. Dann stecken wir es hier vorsichtig hinein. Und genau wo hier oben die Kante ist, muss auch hier oben die von dem blauen Feld die Kante sein. Vorsichtig hineinschieben. Man könnte das nochmal umdrehen und dann nehmt ihr einfach das Falzbein, geht hier unten nochmal rein. Mache ich mir so ein bisschen auseinander. Und dann könnt ihr hier auch nochmal hineingehen und nochmal rüber streichen. Schaut mal, so sieht es dann von innen aus und so dann von oben. Wenn wir das jetzt festgeklebt haben, dann können wir das hier unten auch schließen. Ich packe mir das rechte Feld und das linke Feld in die Mitte und gebe auf diese beiden Felder Kleber drunter und klebt das dann zusammen. So, können wir es noch mal umdrehen und ich gehe dann einfach in die Mitte hier noch mit meinem Tombow rein und drücke das noch mal ein bisschen an. Jetzt setzen wir noch mal unser Überraschungsei in die goldene Mitte und schaut mal, wäre auch so eine wunderschöne Verpackungsidee, ohne jetzt noch mal einen Deckel draufzusetzen. Das kann man sich auch wunderbar ringsherum gestalten, wie man das möchte. So, das haben wir also jetzt. Und jetzt fehlt ja nur noch eins, und zwar der Deckel. Jetzt benötigen wir ein letztes Mal unser Falzbrett und unseren Prägestift sowie folgendes Papier.
Für den Deckel habe ich wieder weißen Farbkarton ausgesucht und das hat ein Maß von 25,5 x 10 cm. Wir legen uns jetzt wieder die lange Seite oben an und falzen es zuallererst bei 6,2 cm, dann bei 12,4 cm, 18,6 cm und 24,8 cm. Wir drehen unser Papier um 90 Grad. Wir haben jetzt die kurze Seite oben angelegt, also die 10 cm und falzen es nun bei 3 cm von oben nach unten durch. So, das war es jetzt auch schon mit dem Falzen. Jetzt können wir wirklich Falzbrett und Prägestift zur Seite legen. Brauchen wir heute also nicht mehr. Wir haben hier auf der rechten Seite die lange Klebelasche und hier oben die 3 cm. Dieses Feld mit den 3 cm, das kleine, das schneiden wir uns weg und schneiden gleich hier von der Langklebelasche so eine kleine Ecke, also so ein kleines Dreieck hier auch noch gleich mit weg. Das können wir nachher einfach besser zusammenkleben. So, das also weg. Und hier bei den kleinen Feldern schneiden wir wieder rechts und links so einen Millimeter weg. Nach oben zur ersten Querfalz schneiden wir das Ganze so keilförmig ein. Das kann dann weg. Meinen Deckel gleich noch gestalten und zwar soll er ringsherum sowie auch obendrauf ein Musterpapier bekommen. Aber zuallererst bekommt er hier diese hellblaue Farbe mit drauf. Ich habe hier einen Farbkarton. Alle vier habe ich jeweils in dem Maß 5,8 x 6,8 cm und darauf soll dieses wunderschöne Musterpapier draufgeklebt werden und zwar schön in die Mitte jeweils. Und das hat ein Maß von 5,3 x 6,3 cm. Werde ich also alle vier Felder jetzt damit bekleben. Ich habe mein Musterpapier jetzt überall draufgeklebt und schnappe mir jetzt mein Falzbein und ziehe alle Linien noch einmal nach. Und anschließend können wir es zusammenkleben. Ich gebe dafür erstmal Kleber auf die schmale Klebelasche. Dann kleben wir das mit der anderen Seite zusammen. Es liegt ganz genau auf, super. So. Dann wieder rechts und links einklappen, so wie wir es unten gemacht haben beim Boden. Und dann hier wieder Kleber drauf und das dann zusammenkleben. Dann drehe ich das um. Und dann schnappe ich mir wieder mein Tombow und drücke von innen nochmal gegen. Und ihr seht, oben in der Mitte haben wir so ein kleines Guckloch. Das wollen wir jetzt verdecken. Und zwar mit diesem hellblauen Papier. Das hat ein Maß von 6 x 6 cm und darauf kommt in der Mitte dieses Designerpapier mit 5,5 x 5,5 cm. Der Deckel ist jetzt so gut wie fertig. Jetzt können wir uns noch schön gestalten. Da wir ja das Osterthema haben, darf natürlich ein Osterhase nicht fehlen. Und dafür habe ich Folgendes mir ausgesucht. Und zwar ist es einmal diese Standschablone, ein süßes Häschen. Das möchte ich in Braun ausstanzen, mit der Big Shot natürlich. Das Häschen habe ich übrigens aus diesem Stempelset von Kulrike. Das gehört hier mit dazu. Und schaut mal, da ist es auch schon.
Des Weiteren soll noch auf meinen Deckel ein Kranz her, und zwar in weißem Farbkarton. Dafür nehme ich diese beiden Kreise. Das ist einmal wieder der Kreis mit 4,3 cm Durchmesser und der kleinere mit dem gestrichelten Muster hat jetzt hier 3,5 cm an Durchmesser. Beides werde ich mir auf weißem Farbkarton auflegen und dann durch die Big Shot geben. Und das ist dabei rausgekommen, so ein schöner kreisrunder Kranz. Dann machen wir gleich mal weiter mit der Big Shot. Und zwar habe ich diesen Zweig mit Blättern aus dem Set von My Favorite Things, was ich jetzt in grünem Farbkarton zweimal ausstanze. Da habe ich Nummer 1 und Nummer 2. Oh, sehr filigran. Hier gleich wieder runtergeplumpst. Und dann habe ich noch 3 Ostereier gefunden in Weiß, Rosa und Hellblau. Und die werde ich mir hier um den Kreis oder direkt auf den Kreis erstmal drauflegen und nachher draufkleben. Sehr filigran. Das Ganze plumps, plumps, plumps. Fällt mir alles runter. Die Ostereier habe ich übrigens hier so aus einem Deko-Konfetti-Set damals bei Teddy gekauft. Kann man auch sehr gut als Schüttelelement für Karten oder sonstiges verwenden. Wirklich sehr, sehr gut. So kleine Ostereier sind da drin. Und dann machen wir mal weiter. Und zwar habe ich diesen wunderschönen Stanzer, so einen kleinen Stanzer mit Blumenmuster. Und da werde ich mir in weißem Farbkarton jetzt ein paar Blüten ausstanzen. Da habe ich meinen weißen Farbkarton. Ich stanze mir mal 4 Stück aus. 1, 2, 3 und Nummer 4. Ich nehme mir dann die Blüten einzeln hier mit einer Pinzette zur Hand und streiche so ein bisschen mit der Stempelfarbe drüber. Jetzt müssen wir es ein Stück drehen. Wieder festhalten und dann auch den Rest hier nochmal mit der Stempelfarbe bearbeiten. Dann lege ich es mir zur Seite zum Trocknen. Die Blütenblätter lassen wir dann erstmal an der Seite liegen. Die brauchen wir dann so ziemlich zum Schluss zur kleinen Dekoration. Aber so haben wir sie schon mal vorbereitet dafür. Sieht richtig toll aus. Dann würde ich mal sagen, alles, was wir uns jetzt oben auf den Deckel draufgelegt haben, kleben wir uns jetzt fest. Unter den weißen Ringen gebe ich Klebeplättchen und dann kommt alles Weitere dann drauf, auf den Ring, um den Ring, in der Mitte vom Ring. Dann suchen wir uns hier einfach mal die goldene Mitte und dann drücken wir das hier an. Dann ist das Häschen an der Reihe, das kommt in die goldene Mitte. Zweig kommt hier direkt auf den weißen Ring drauf. Der kommt dann da drunter. Als nächstes sind die Ostereier an der Reihe. Die platziere ich dann auf den weißen Ring. Jetzt kommt so ein kleiner Trick zum Einsatz, und zwar für die Blüten, die wir uns bereits ausgestanzt und gefärbt haben. Ich nehme mir ganz einfach ein Taschentuch und da lege ich eine Blüte drauf, nehme mir meinen Prägestift mit der dicken Kugel und kreise so ein bisschen in der Mitte der Blüte entlang und dann wölbt sie sich außen, ich hoffe ihr könnt das ein bisschen sehen, wölbt sie sich außen so ein bisschen nach oben. Das hat einen ganz tollen 3D-Effekt und das mache ich jetzt mit allen 4 Blüten so und dann können die aufgeklebt werden. Schnappe ich mir mal gleich eine Blüte und dann klebe ich sie an der passenden Stelle fest. Und anschließend kommt auf jede einzelne Blüte nochmal in die Mitte eine Halbperle drauf. Ich habe sie mir in Weiß ausgesucht. Ich denke, das passt sehr gut dazu. Auch Gelb würde sehr schön aussehen. Für den Innenbereich habe ich noch so eine kleine Idee. Und zwar brauchen wir dazu nochmal diese Kreisstandschablone mit 4,3 cm Durchmesser. Und dann habe ich noch einen Wellenkreis. Der hat jetzt hier ungefähr einen Durchmesser von 5,3 cm. Und beides werde ich mir in Hellblau ausstanzen. Dann bekommen wir das hier raus. Ich nehme mal kurz das Überraschungsei nochmal zur Seite und dann kleben wir uns das hier ringsherum drauf.
als kleine Umrandung und dann ist das um das Überraschungsei drumherum so ein kleiner Kranz sozusagen. So, leicht andrücken, kommt das Überraschungsei wieder drauf und das sieht doch richtig toll aus, oder? Jetzt fehlt nur noch eins und zwar ein kleiner Ostergruß. Für den Ostergruß habe ich blauen Farbkarton zurechtgeschnitten und zwar in zwei unterschiedlichen Größen. Hier ist es einmal das kleinere mit 1,2 cm mal 4,5 cm und das größere mit 1,2 cm mal 5 cm. Und ich habe folgende Standschablone jetzt. Hier steht Frohe Ostern drauf. Und das habe ich aus dem Kulrike Set. Da gibt es auch noch Weihnachten. Da kann man dann Frohe Weihnachten draus machen. Und die Standschablone wende ich jetzt auf weißem Farbkarton an. Dann kommt das dabei heraus. Frohe Ostern steht jetzt hier in weißem Farbkarton ausgestanzt. Und das klebe ich hier auf diesen blauen Farbkarton drauf. Ich lasse oben ein bisschen Platz und auch unten ein bisschen Platz. Und dann klebe ich es hier direkt in die Mitte. Ich möchte ja auch so ein bisschen meine Erfahrungen mit euch teilen. Zwecks Jumbo muss ich sagen, bin ich heute so ein bisschen enttäuscht. Es ist heute ein bisschen filigraner hier oben drauf gewesen und dafür ist die Spitze überhaupt nicht geeignet in meinen Augen. Vielleicht seid ihr ja da irgendwie anderer Meinung, aber ich muss mir wahrscheinlich so einen anderen Kleber oder was zum Umfüllen raussuchen, wo ich einfach ein Fläschchen habe mit richtig feiner Spitze, wo solche kleinen Sachen besser mit Kleber dosiert werden und es dann nicht zu so einer Schmiererei kommt. Ich habe wirklich die Finger voll gehabt, nur mit Kleber und dann das Ganze noch mit aufkleben. Das war gar nicht so einfach heute. Aber ich habe es so ein bisschen retten können und habe jetzt meinen ganz normalen Klebestift jetzt wieder zum Einsatz. Und für die großen Flächen, muss ich sagen, ist hier die andere Seite von dem Jumbo wirklich sehr, sehr gut. Von der Klebekraft muss ich sagen, Papier klebt, Finger kleben ebenfalls. Also beides sehr, sehr gut. Frohe Ostern habe ich draufgeklebt. Und jetzt werde ich unten noch ein Dreieck herausschneiden. Ich mache es einfach so per Hand, per Augenmaß. Ihr könnt es aber auch mit Lineal und Bleistift euch vorzeichnen. So. Haben wir's. So, jetzt gehe ich noch mal ganz vorsichtig hier rüber. Passt da bloß auf. Jetzt ist es nämlich schon aufgeklebt hier mit den Buchstaben. Ich gehe da noch ein bisschen drüber mit dem Falzbein und gebe dem Ganzen noch so ein bisschen Schwung. Aber wirklich nur ganz bisschen. Ostern haben wir hier zu stehen und das soll dann hier an die Seite geklebt werden. Das könnt ihr euch auch noch mal hier oben ein bisschen minimieren. Ich werde meins doch noch ein bisschen kürzen. So ein halber Zentimeter ist jetzt hier weggeschnitten bei mir. Und zum Schluss stecke ich hier noch Frohe Ostern so ein bisschen an der Seite von diesem weißen Kreis drunter. Da sind ja Klebeplättchen, da kann man noch so ganz bisschen drunter gehen. So, nun sind wir fertig mit unserer tollen Box und ich muss sagen, die ist richtig, richtig toll geworden. Ich hoffe, sie gefällt euch auch und wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich sehr freuen über einen Daumen nach oben von euch. Abonniert meinen Kanal, das könnt ihr kostenfrei machen, so verpasst ihr auch kein Video mehr von mir. Ich danke euch auf jeden Fall fürs Zuschauen, bleibt gesund, ich wünsche euch ein schönes Osterfest, dann bis zum nächsten Mal bei meiner Bastelwelt. Tschüss!